Willkommen zur nächsten Episode über Emirates und Dubai. Heute nutzen wir einen Stopover in Dubai, um den Flughafen echt mal zu verlassen für ein Abenteuer zwischen zwei Flügen. Und jetzt geht's auch schon los. Zwischen unseren Flügen liegen heute 22 Stunden und wir mieten uns ein Auto, um diese besondere Ecke der Welt so richtig zu erkunden, wo die Zukunft auf alte Traditionen trifft. Wir besuchen nicht nur Dubai, sondern auch das benachbarte Abu Dhabi und natürlich zeige ich euch dann auch, welche tollen Sehenswürdigkeiten ihr in nur kurzer Zeit besuchen könnt und auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber jetzt starten wir mit Dubai. Ich verspreche euch echte Quality Time. Kommt also mit mir mit auf einen schönen Tag und Nacht in die Vereinigten Arabischen Emirate. Also, ankommen in Dubai ist wirklich ziemlich einfach. Seit Kurzem gibt es hier auch neue Immigration Counter, wo noch alles viel schneller geht. Und das hier ist diese riesige Ankunftshalle hier mit den Gepäckbändern, endlos groß. Aber egal, ich habe heute kein Gepäck, sondern heute geht es 22 Stunden auf diesen Stopover in Dubai und Abu Dhabi. Bei unter 15 Stunden Umsteigezeit bleibt am besten in Dubai. Ihr könnt die ganze Stadt sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Und während Dubai berühmt ist für seine Wolkenkratzer, bietet sich ein Start dort an, wo alles begann, nämlich in Dera und Bur Dubai, die alten Stadtteile am Dubai Creek mit viel arabischem Flair. Macht unbedingt eine Fahrt mit den kleinen traditionellen Abra-Fähren, die zwischen Dera und Bur Dubai verkehren, wo man auch zum Beispiel das alte Wohnhaus von Sheikh Zayed Al Maktoum besuchen kann. Oder man fährt direkt zurück und man genießt einfach diese kurze und sehr authentische Fahrt, die hin und zurück gerade mal 50 Cent kostet. Dera erwartet euch mit noch traditionell arabischem Marktflair, mit schmalen Gassen und alten Häusern. Ihr könnt den Gewürzmarkt besuchen, der nicht nur orientalische Gewürze bietet, sondern auch den feinsten Weihrauch aus dem Oman, den man übrigens wie Medizin kauen kann, dann den besten iranischen Safran sowie traditionelle Kleidung, normale Souvenirs und natürlich auch viele Touristen. Wenn es etwas glamouröser sein darf, dann schließt sich direkt daneben der Goldzug an. Natürlich sind alle großen Juweliere und Spitzendesigner sowieso in Dubai vertreten, aber das hier ist das Original. Und ihr werdet hier wahrscheinlich mehr Gold, Perlen und Diamanten auf kleinstem Raum sehen als sonst wo in der Welt. Vom Ring bis zum Ganzkörperbehang. Hier gibt's goldene Rosen, goldenen Handschmuck, die größten und schwersten Goldketten, die man sich nur vorstellen kann und sowas wie Ganzkörperschmuck aus purem Gold. Unglaublich kostbar und sehr detailreich. Und trotzdem hat das Ganze noch fast Marktfeeling und ist wunderbar unprätentiös. Die Leute kaufen einfach Gold hier und zwar nach Gewicht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Man kann was Günstiges erstehen und es gibt richtig große Klunker und beim Preis sind die Sterne das Limit. Bei Extrazeit und etwas Neugierde auf was ganz Untouristisches ist gleich um die Ecke übrigens der Frischmarkt, der auch einen großen Fischmarkt beherbergt, starke Gerüche inklusive. Mit etwas Mut ersteht man hier eine große Languste und lässt sie direkt vor Ort super frisch und total basic zubereiten, zu einem Bruchteil des Preises, den man im Lokal zahlt. Nach so viel käuflichem Gold fahren wir jetzt weiter zu einem goldenen Wahrzeichen der Stadt, dem Dubai Frame. Ganz Dubai ist ja irgendwie immer eine Baustelle und es gibt monatlich Wolkenkratzerzuwachs. Und es ist schon sehr beeindruckend, wie Dubai in 30 Jahren geschafft hat, sich von einer Provinzstadt in der Wüste zu einer Megacity mit hunderten richtig toller Wolkenkratzer zu entwickeln. Das ist schon einzigartig in der Welt. Und klar hatten die am Anfang Öl, aber das haben ja andere Länder auch, die bis heute nicht wirklich entwickelt sind.
Dubai Frame ist im Grunde eine Aussichtsplattform mit kleinem Geschichtsmuseum. Aber das Schöne ist, dass man auf der einen Seite die moderne Skyline inklusive Burj Khalifa bewundern kann und von der anderen Seite blickt man auf das alte Dubai und auch den Flughafen übrigens und ganz in der Entfernung Sharjah, das benachbarte Emirat. Und Kinder, mich eingeschlossen, lieben es, über den Glasboden in 150 Metern Höhe zu gehen. Übrigens, nachts, wenn die Stadt ihre spektakulären Lichter anschaltet, erstrahlt auch der Frame in wechselnden Farben. Lass uns mal reden, wie es denn eigentlich ist, wenn man kein Auto mietet, sondern im öffentlichen Verkehr zum Beispiel unterwegs ist. Das ist in Dubai nämlich eigentlich sehr einfach. Die Metro, das ist so ein Hochzug, verbindet den Flughafen mit Dubai Marina und dann auch weiter hinaus. Und da fährt man ungefähr 45 Minuten bis dahin, eine relativ weite Strecke. Dubai zieht sich ja als relativ längliches Gebilde entlang vom Meer. Und diese Metro, die geht eben auch als Hochzug entlang genau in dieser Verbindung, entlang der Sheikh Zayed Straße. Und das ist die Hauptstraße von Dubai, die eben Flughafen oder die Flughafen Gegend mit dem Financial District, Finanzzentrum, der Business Bay und Dubai Marina verbindet. Eine lange gerade Straße. Und mit der Metro zu fahren ist überhaupt nicht teuer. Und auch wenn man die erste Klasse nimmt, ist dann dort die Goldklasse, dann ist es auch nicht teuer. Es kostet zwar 50% mehr, aber es ist immer noch sehr billig, irgendwie 5 Euro maximal oder so. Also wirklich nicht teuer für eine sehr lange Strecke. Dann gibt es ein sehr großes Bussystem, da muss man sich immer ein bisschen auskennen. Aber dann gibt es eben auch sehr viele Taxen und auch Uber. Und die sind eigentlich überhaupt nicht teuer. Also man kommt sogar von Flughafen bis Dubai Marina, das ist über eine halbe Stunde Fahrt, für unter 30 Euro. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Eine Einrichtung einiger Metrostationen ist diese Vorschau in die Zukunft. Smarte Shopping Center. Man wählt erst die Produktgruppe, klickt dann auf das Produkt, das man haben möchte, zahlt per Kreditkarte und alles wird nach Hause geliefert. Es geht so einfach, wie es klingt und man denkt wieder mal, zu Hause leben wir noch in der Steinzeit. Und auch das ist nicht mein letzter Skiurlaub in der Schweiz. Nein, das ist auch Dubai. Ski Dubai in der Mall of the Emirates. Überraschend, beeindruckend und kein Glanzpunkt auf der CO2-Bilanz dieser Region. Draußen ist es so heiß, dass man denkt, man stirbt und drinnen wird Ski gefahren. Naja, die Mall of the Emirates, eine der größten Malls, nicht die größte in Dubai aber, und bietet sehr, sehr viel. Und es gibt eine riesen Auswahl von Shops, dass man wirklich eigentlich viel Zeit hier verbringen kann. Also ihr seht schon, Shopaholics finden hier alle berühmten Marken in sehr elegantem Rahmen. Es gibt teure Juwelen, aber auch die neuesten Spiele-Gadgets. Und es gibt jede Menge solventer Kunden, die hier unentwegt konsumieren. Und ist das nicht ein schönes Atrium? Könnte auch in Paris sein. Eine riesen Auswahl an Geschäften und dann aber auch ein richtig tolles Lokal zum Essen. Es ist nicht arabisch, aber dieses brasilianische Lokal hat richtig tolles Fleisch. Aber natürlich darf man nicht die großartige lokale Küche verpassen, die meist einen Mix aus libanesischen und lokalen Gerichten auftischt, wie Baba Ganoush, Kebbeh und natürlich den berühmten Lemon-Minzsaft. Übrigens, es ist zwar meist etwas versteckt, aber Nicht-Moslems können hier durchaus auch ihre tägliche Portion Schweinefleisch erstehen. Und nur als Maßstab der Eleganz, das hier ist nicht im 5-Sterne-Hotel, sondern das ist die Toilette im Kaufhaus. Wenn euch mehr nach Blumen ist, dann lohnt sich stattdessen ein Besuch der Dubai Miracle Gardens. Mit 45 Millionen Blumen ist es natürlich der größte Blumengarten der Welt und absolut spektakulär. Aber das größte Wunder für mich ist doch, dass das alles mitten in der Wüste gedeiht. Und wir nähern uns Dubai Marina. Und ja, das war gerade ein Spaß Rolls-Royce in Blau-Weiß. Und das ist nicht der einzige, der hier rumfährt. So unglaublich es klingt, vor 15 Jahren war hier nichts als Staubwüste. Und heute ragen hier über 200 Wolkenkratzer aus dem trockenen Boden und darunter einige der schönsten weltweit,
entlang einem kilometerlangen künstlichen Yachthafen mit wunderschön angelegter Promenade und einem Weltklasse-Strand. Und da fahren wir jetzt auch gleich hin, der JBR Beach von Dubai Marina mit perfekten Luft- und Wassertemperaturen im Winter. Im Sommer ist es aber ganz leicht anders. Und so schön leer kann es in Dubai sein am JBR Beach, wenn man um 7 Uhr früh da ist. Das macht man halt, wenn man einen längeren Stopover einplant bei Emirates und dann hat man eigentlich den ganzen Strand für sich. Man muss nur einfach schnell ein Taxi nehmen und sofort zum Strand fahren, dann ist es echt gut. Allerdings muss man auch sagen, das Wasser ist schon sehr heiß. Jetzt ist es Ende Juli und es hat ja draußen bei der Landung um 5 Uhr früh 34 Grad Lufttemperatur gehabt am Flughafen. Jetzt bin ich hier, es ist 7. Es ist wahrscheinlich immer noch 34 Grad, aber das Wasser fühlt sich eigentlich heißer an. Im Grunde fühlt es sich zu heiß an. Es ist eigentlich wie sehr heißes Thermalwasser. Also eine Erfrischung sieht anders aus. Deswegen werde ich auch nachher nochmal zurück ins Hotel gehen und dann eine heiße Dusche nehmen in dem Stopover-Hotel von Emirates. Heiß. Und übrigens, wo man auch hinschaut, es gibt keinen Fisch. Im Winter ist es hier voller Fische, aber jetzt einfach nicht. Es ist einfach zu heiß für die. Wie gesagt, im Winter ist es wunderbar und manchmal wird es abends sogar etwas frisch. So, hier sind wir jetzt in Dubai Marina und im JBR Beach. Ein sehr schöner Strand eigentlich und ich bin leider am schrecklich lauten Ende angekommen, wo zwei Beachclubs gegeneinander zu konkurrieren scheinen. Schrecklich laute Musik und auch nicht schöne Musik, wie auch immer. Auf dem anderen Teil des Strandes gibt es eigentlich ganz ruhige Musik auch und gar keine Musik, ruhige Atmosphäre. Aber ich kann es lange erzählen. Was ich auch interessant finde, ist, dass immer wieder neue Gebäude da sind. Man denkt immer, es ist schon alles gebaut und dann kommt man zurück, ein halbes Jahr später, wie ich jetzt gerade, und dann steht sowas wie dieses Gebäude da, was vorher noch gar nicht da war. Irre, wie schnell das hier geht. Und dann aber gibt es hier diese wunderschöne Skyline. Das ist hier der erste Teil von Marina Skyline, von Marina Dubai Skyline. Und ich finde, es ist eine der schönsten Skyline, die es weltweit gibt. Und im Winter sind die Hotels ziemlich gebucht. Naja, wo gibt's sonst schon auch einen perfekten und absolut sicheren Strand mit idealen Temperaturen, glitzernder Skyline dahinter und tollen Restaurants und Cafés, alles an einem Platz. Direkt dahinter ist JBR Walk mit Restaurants und Geschäften, echt schönen Cafés und ein paar netten Lokalen, auch für jeden Geldbeutel. Und dann ist nur 5 Minuten entfernt ja Dubai Marina mit den prächtigen Wolkenkratzern und groß angelegten Promenaden und noch mehr Restaurants und ganz besonders schön am Abend, wenn alles glitzert und das ist dann herrlich für einen Drink oder zwei in einer eleganten Bar oder auf einer abendlichen Bootstour. Und seid ihr mit dem Auto unterwegs, findet ihr in Marina auch garantiert einen Parkplatz. Das ist übrigens kein Wüstenfels, sondern eine schicke Rattenfalle. Marina ist sehr sauber. Aber jetzt wird es Zeit für das nächste Wahrzeichen Dubais, den Burj Al Arab. Und auf dem Weg dahin fahren wir noch an der Dubai Palm vorbei. Nehmt euch aber nicht viel Zeit hier, denn die Palme ist eigentlich flach und nur vom Flugzeug aus als solche zu erkennen. Aber wenn ihr ganz weit ans äußere Ende fahrt, dann werdet ihr mit diesem tollen Ausblick auf Marina belohnt. Und fahrt ihr die andere Seite ganz runter, dann seht ihr Downtown und unseren nächsten Stop, den Burj Al Arab. Übrigens hat man eigentlich einen besseren Blick auf die Palme vom Hochzug, der vom Beginn der Palme bis zum Atlantis Hotel verkehrt. Zwischen den ganzen Wolkenkratzern in Dubai Marina und Downtown ist Dubai eigentlich ziemlich flach. Und das sind so die Stadtteile, wo eigentlich die Emiratis wohnen.
Und perfekt zum Sonnenuntergang sind wir jetzt beim anderen Wahrzeichen von Dubai angekommen, nämlich dem Burj Al Arab. Hier im Hintergrund sieht man ihn. Und heute sind Massen von Menschen unterwegs. Wir sind übrigens im wunderschönen Sonnenuntergang. Heute sind Massen von Menschen unterwegs. Nicht nur, weil der Strand so schön ist, nee, sondern heute ist Eid. Und das ist einer der großen Feiertage hier im Jahr. Und alle sind heute draußen am Feiern und am Essen und am Strand vor allem. Treffen ihre Familien und Freunde und spielen Ball. Und ja, sind einfach so wie überall anders auch auf der Welt. Wenn es was zu feiern gibt, sind alle da. Und es ist natürlich ein wunderbarer Ort, um so einen Abend ausklingen zu lassen. Also ihr seht schon, wie leer Kite Beach zu anderen Zeiten sein kann. Ideal für Spaziergänge oder um ohne die Massen zu schwimmen. Zu bestimmten Daten gibt es hier übrigens auch einen sehr, sehr schönen Flaggengarten und das ist ganz toll für Fotos. Heute ist aber ein großer Feiertag und jeder ist draußen. Und weil es ja heute auch sehr, sehr heiß ist, sieht man fast keine Touristen hier, sondern viele Einwohner verschiedenster Nationalitäten, darunter auch recht viele Gastarbeiter, die hier ihren extra freien Tag genießen und feiern. Es ist auch immer wieder sehr spannend und schön, so viele Nationalitäten auf einmal zu sehen. Hier sind ja sehr viele Inder in Dubai und auch Pakistani. Die machen einen sehr großen Teil der Bevölkerung aus, aber natürlich auch dann ein paar Araber und auch ein paar Emirati mischen sich schon mal ab und zu dazwischen. Gelegentlich auch auf ein paar Europäer. Viele aus Sri Lanka sind auch hier. Ja. Also Südasien ist hier sehr gut vertreten. Und nach so viel Strandleben und wirklich Strandleben wird es nun Zeit, mal noch in ein anderes berühmtes Bauwerk reinzugehen. Und das ist die Dubai Mall. Und dahinter schließt sich gleich der Burj Khalifa an mit den berühmten Wasserspielen. Ein Tipp auf dem Weg dahin: Groupon hat wirklich gute Angebote für Attraktionen aller Art in Dubai. Auch für Wüstentouren und auch für die sonst recht teure Aussichtsplattform auf dem Burj Khalifa. Also ein Blick in die App von Groupon, die lohnt sich echt. Hier sind wir an der Dubai Mall angekommen. Mit dem Burj Khalifa, der Dubai Fountain, mehreren Hotels und einem ganzen neuen Viertel im arabischen Stil bildet sie den neuen Stadtteil Downtown. Und schließlich sind wir hier am Souq Al Bahr, direkt an der Fontäne, direkt gegenüber vom Burj Khalifa. Übrigens auch ein guter Tipp, wenn man parken will hier und eigentlich nur den Burj Khalifa sehen will am Abend, dann ist es viel besser, als die hoffnungslose Parksituation in der Dubai Mall über sich ergehen zu lassen. Und dieser Souq ist übrigens ganz hübsch, ist so ein bisschen aufgemacht wie ein alter Markt. Aber natürlich ist es kein alter Markt, sondern eigentlich ist es eine Mall, aber auf sehr schöne Weise hergerichtet. Die Dubai Mall ist übrigens nicht nur eines der größten Einkaufszentren der Welt. Nee, natürlich gibt es hier auch eine olympische Eislaufbahn und eines der größten Aquarien der Welt mit über 30.000 Tieren. Es gibt 14.000 Parkplätze, über 100 Restaurants und über 1.000 Shops. Und alles auf einer Fläche von über 1 Million Quadratmeter. Und selbst bei durchschnittlich 100.000 Besuchern täglich gibt es noch genug Platz für entspanntes Shoppen in eleganter Umgebung. Außer es ist ein großer Feiertag wie heute, wenn man leicht das Gegenteil erlebt. Ein großes abendliches Highlight und wirklich ein Muss sind die Dubai Fountains zwischen Dubai Mall und dem Burj Khalifa. Und auch wenn man schon vorher viele Wasserspiele gesehen hat und auch wenn das selbst in Las Vegas war, dann sollte man unbedingt das anschauen, denn sie sind riesig und zusammen mit dem beleuchteten Burj Khalifa sind sie atemberaubend schön und garantieren euch ein unvergessliches Erlebnis. Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus einer regulären Abendshow. Thank you.
und zusammen mit ein paar Fotoerinnerungen unseres heutigen Stopovers hier eine Minute aus der größten Lichtlasershow weltweit, als das Herz des Turms förmlich zu schlagen begann. Sag mal, war das nicht besser, als nur in Dubai umzusteigen? Und war es nicht besser als der x-te Non-Stop-Flug? Also wenn ihr zwischen zwei Flügen 12 Stunden habt, dann könnt ihr alles das sehen. Mehr ist natürlich immer besser, aber auch mit nur 5 Stunden kann man zumindest kurz aus dem Airport rausgehen auf einen Café im alten Dera oder zu einer Metro- oder Taxifahrt entlang der beeindruckenden Sheikh Zayed Road. Viel besser, als nur im Flughafen zu sitzen oder in der Lounge. Mit mehr als 16 Stunden und einem Auto könnt ihr zusätzlich einen Ausflug ins nahe Abu Dhabi machen. Und dazu habe ich ein extra Video gemacht. Ihr werdet sehen, der bereits perfekte Stopover wird dann noch toller. Und alles auf dem Weg zu eurem eigentlichen Ziel zwischen zwei Flügen. Ohne extra Urlaub und ohne große Kosten. Jetzt lege ich mich noch ein bisschen in der fantastischen Emirates Lounge aufs Ohr und danke euch so sehr fürs Zuschauen. Bleibt dabei und abonniert doch meinen Kanal, das wäre das größte Lob. Und auf euch warten auch schon wieder richtig spannende neue Videos rund ums Reisen und Fliegen. Schreibt mir all eure Fragen und Anregungen, ich verspreche auf alles zu antworten, denn there's always stories to tell. Bis bald hier auf meinem Kanal, Travel, Sing, Fly.